Sie hat ganz besondere Erfahrungen gemacht als Zahnärztin, hochprofessionell natürlich unterwegs und dabei ja aber nicht nur die Gesundheit im Sinn, sondern auch den Menschen mit seiner Angst. Und so ist sie über diesen Umweg der Angst tatsächlich zur Expertin für Angst oder besser gesagt zur Expertin mit dem Umgang der Angst geworden. Denn die Angst findet ja nicht nur am Zahnarztstuhl, nicht nur im Leben, sondern auch im Unternehmen und vor allen Dingen sogar in der Volkswirtschaft statt. Und ich finde es spannend, heute mit ihr genau darüber zu sprechen, über die Angst. Herzlich willkommen, Kirsten Altvater. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Das ist meine große Freude, dass du da bist. Erzähl doch mal, ich finde das außergewöhnlich, dein Ruf als Zahnärztin in Belgien eilte voraus, dass du da hervorragend bist, weiß ich. Aber du hast ja dann eben noch die Angst entdeckt, was ich großartig finde. Ja, im Laufe meiner Berufskarriere, die ja nun inzwischen auch schon 26 Jahre währt, habe ich natürlich viel, viel Berührung gehabt mit Angst, weil Menschen natürlich, wenn die zu mir kommen, ja, ängstlich sind, die meisten zumindest, es gibt glorreiche Ausnahmen, aber die meisten kommen rein und sagen, ich habe schon echt Angst und dieses Ausgeliefertsein, nicht zu wissen, was passiert jetzt, das Kopfkino eben. Wie geht man denn damit überhaupt um als Zahnärztin? Man weiß, man will ja den Menschen was Gutes tun und gleichzeitig kommt der Löwenanteil angstvoll zu dir. Ja, also erstmal gehört eine ganze Portion Erfahrung dazu. Man lernt im Laufe des Berufslebens damit umzugehen. Und ja, es ist auch tatsächlich eine Gratwanderung zwischen Abgestumpftheit und Empathie. Weil man natürlich nicht jede Geschichte so total persönlich an sich ranlassen kann, weil man sonst seinen Job nicht mehr machen kann. Ja, du musst ja behandeln. Nur, ja, es kommt schon darauf an, dass man den Patienten abholt, dass man einfach auch mal eine Hand auf die Schulter legt, dass man den ein bisschen berührt, dass man ihn einfach empfängt und sagt, kriegen wir schon alles hin und ist schon alles gut. Ich bin zumindest einer, der sagt, ich komm angstfrei, aber eine Spritze hätte ich auf alle Fälle. Es gibt ja auch ein paar, die sich nicht mal eine Spritze geben lassen. Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte. Ja. Ein guter Bekannter von mir auch hat so eine Angst vor Spritzen, dass ich immer ein Handtuch für den bereithalte, um ihm, wenn er den Behandlungsraum betritt und er sitzt auf meinem Stuhl, kriegt er erstmal ein Handtuch über seine Augen, damit er gar nicht sieht, dass es eine Spritze in diesem Raum geben könnte. Also allein diese Panik vorher, es könnte jetzt gleich einen Piekser geben und es könnte wehtun, reicht schon für viele Patienten, dass sie dann schreiend rausrennen möchten. Oder im schlimmsten Fall gar nicht zum Zahnarzt gehen. Ja, oder gar nicht kommen, ja, genau. Okay. Was natürlich dann meistens in einem schrecklichen Desaster endet. Ja. Weil es macht es ja nicht besser. Ja, das stimmt. Aber du bist ja bekannt dafür, über die Grenzen Belgiens hinaus, dass du tatsächlich wunderbar mit den Patienten umgehst. Das ist auch sehr, wie nennen wir es, angstbefreiend mit diesen Patienten umgehst, was ich großartig finde. Ja, ich habe einen persönlichen Trick. Ich bringe die Leute vorher gerne mal zum Lachen. Also ich drehe die Situation einfach ein bisschen um. Also nur mit Verständnis erreicht man eben leider auch nicht so richtig viel. Also oft ist es wirklich praktischer, so ein bisschen ins Paradoxum zu gehen, ja, tatsächlich. Ja, ja. Und die Situation umzudrehen. Und wenn die erstmal richtig gelacht haben, dann sind die auch irgendwie cooler drauf und denken so. Oh. Ist ja auch dann so ein Paradigmenwechsel irgendwie im Kopf. Ne? Plötzlich dieses Umschalten, dass da stattfindet. Was hier übrigens, da will ich später gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich habe dich auf der Bühne erlebt und du bist ja nicht nur eine hochkompetente Expertin, du warst ja auch sensationell witzig. Also für mich, also, bist ja ein Comedian noch dazu. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Kunst, wenn ich Fachinhalte auch noch witzig rüberzubringen. Also die Frage will ich dir auch stellen. Aber erstmal bei der Angst bleibend. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also du bist heute Profi im Angstbefreien deiner Patienten, das bist du schon längst, aber hast mittlerweile das Thema Angst ja weit über den Zahnarztstuhl hinausgebracht. Ja, irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was macht Angst eigentlich mit Menschen und vor allen Dingen, was macht es mit der einen und mit der anderen Seite. Dann habe ich mich natürlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, habe mir die verschiedenen Phasen der Angst angeguckt, also Angriff, Flucht und ohnmächtige Erstarrung. Was sind die drei Phasen? Das sind die drei Phasen.
Und habe dann eben einfach auch mal beobachtet, was machen meine Patienten gerade, wie reagiere ich auch darauf. Und dann habe ich mir einfach auch mal andere Situationen im Leben angeguckt. Und letztendlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass Angst eigentlich der Motor für alles ist. Zwischenfrage noch. Das heißt, wir können uns kategorisieren in diese drei Dinge, wenn wir Angst haben. Also entweder ich greife an, ich flüchte oder ich erstarre. Genau. Das heißt, wir können also fast einen Angsttypus kategorisieren. Ja, das ist quasi dein Urinstinkt. Der ist dir angeboren. Und wir benehmen uns eben ganz oft wie Steinzeitmenschen in Situationen, die völlig unangebracht sind. Nehmen wir mal an, du hast so eine Situation, du sitzt in deinem Büro, dein Chef kommt rein und sagt dir nicht guten Morgen. Dann kannst du auf Angriff gehen und sagen, guten Morgen, Herr Meier. Das ist noch der liebevolle Angriff. Ne, das ist dann noch freundlich gesagt. Dann kannst du allerdings auch flüchten und denken so, ach du meine Güte, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Das heißt, das geht relativ schnell, dass man auch in die zweite Phase kommt. Oder man sitzt da einfach und der grüßt einen dann vielleicht und man kriegt kein Wort mehr raus, weil man eigentlich schon heimlich die Kündigung vor Augen hat und sich schon irgendwie arbeitslos unter der Brücke sitzen sieht, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken. Ja, schon klar. Und du sprichst von nächster Phase, das heißt, diese Phasen kommen hintereinander, also die finden dann chronologisch statt sozusagen. Ja, und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie auch einfach schon gedanklich, also ihr Kopfkino hat dann quasi schon zwei Phasen überschritten. Okay. Und die sitzen direkt in der ohnmächtigen Erstarrung und da passiert dann einfach nichts mehr. Und das ist schon dramatisch, weil das relativ häufig passiert. Und letztendlich ist mir dann auch irgendwann so bewusst geworden, dass Angst ja letztendlich auch ein Riesending ist, um Geld zu verdienen. Alles arbeitet ja mit der Angst der Menschen. Ich meine, guck dir einfach mal Versicherungsunternehmen an. Ja. Wofür oder wogegen versichern sich Menschen inzwischen? Die Angst der Menschen wird da ja als Produktmacher eigentlich benutzt. Ja. Ohne Angst gäbe es wahrscheinlich keine Versicherung. Ja. Und das finde ich eben sehr, 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 sehr spannend, weil Angst ja auch ein Wahnsinns-Energiepotenzial birgt. Das heißt, wenn man lernt, aha, jetzt bin ich gerade wieder in so einer Angstsituation, wie kann ich denn die Energie, die ich gerade freisetze, weil es Energie ja letztendlich egal ist, ob es in die eine oder in die andere Richtung benutzt wird, wie kann ich das denn jetzt für mich nutzen und wie kann ich denn in meinem Leben dadurch was Positives verändern? Und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Das ist so mein Thema eigentlich. Hochspannend. Ja. Und wie geht das? Also wie kann ich die Angst, die ich zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel Angst, zu versagen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr häufige Angst, egal ob du ja nun im Beruf versagst, im Projekt, im Job und so weiter. Wie kann ich diese Angst nutzen für mich? Diese Angst, ja letztendlich geht es wirklich darum, in dem Moment, wo du dich in einer Angstsituation befindest, setzt du ja einen Schalter um und du hast ein Kopfkino, was abläuft. Das heißt, du hast aus den Erfahrungen deiner Vergangenheit, hast du dir einen Film zusammengesetzt, wie es jetzt wieder ablaufen wird. Ja, ja. Und du hast Angst davor, dass es wieder so abläuft. Und dein Verstand ist ja in der Beziehung ein fürchterlich schlechter Ratgeber, weil der ja immer nur mit deinen Erfahrungen arbeiten kann. Deine Intuition, die du allerdings auch hast, die aber ein ganz kleines, feines Stimmchen ist, die könnte dir helfen, wenn du darauf hörst, diese Energie, die du benutzt, um wieder die gleiche Erfahrung zu machen, in eine andere Richtung zu lenken, indem du einfach deine Fokussierung anders ausrichtest. Das heißt, wenn du da sitzt und denkst, so, oh, und jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll, atme einfach mal. Und wenn du nur mal eine Minute bewusst atmest, schaltest du deinen Verstand auch aus, weil du nicht gleichzeitig über irgendwas angestrengt nachdenken kannst und bewusst atmen kannst. Und damit bringst du einen Cut wirklich in dein Gehirn. Also du trennst deine zwei Hirnhälften wieder, diese urzeitliche miteinander Verknüpftheit löst du in dem Moment auf und du kannst dich neu orientieren. Das heißt, du kannst dir auch eine Situation raussuchen, in der etwas gut gelaufen ist. Lass zusammenfassen. Also erstmal, wenn ich bewusst atme, kann ich nicht mehr nachdenken. Das stimmt. Genau, einatmen, ausatmen. So, und wenn ich aber eben denke, dann ist die Intuition verschüttet sehr häufig. Ein bisschen schon, ja. Und wir denken dann hauptsächlich eben
in Vergangenheitsbildern, ja, die sehr wahrscheinlich dann sogar negativ geprägt, ja, sind. Ja. Und die produzieren natürlich wieder negative Erfahrungen in unserer Zukunft, weil wir ein bestimmtes Verhaltensmuster wieder anwenden. Und darum geht es mir ja eigentlich, dass ich diese Angst durchbrechen möchte und die Energie, die man dabei freisetzt, einfach mal in eine andere Richtung, wow, lenken möchte. Also eine andere Fokussierung. Ist ja dann Mentalenergie, wenn man so will. Schon, geht ja, ja, dann auch wirklich in diese Richtung, ich kann mir mein Leben durch meine Gedanken gestalten. Ja, auf jeden Fall. Also mein Lieblingssatz heißt dazu, Realität ist verhandelbar. Und ja, absolut. Und die Verhandlung findet da oben im Kopf statt. Sehe ich ganz genauso. Ist uns denn überhaupt bewusst, Kirsten, dass wir Angst haben? Also dieser Schalter klappt ja nicht um mit einem Klacken, an dem wir erkennen, dass die Angst jetzt stattfindet. Wir haben wahrscheinlich so einen schleichenden Prozess in unserem. Ja, also auf jeden Fall. Natürlich gibt es Situationen, in denen du ganz bewusst, klar, Angst hast. Ja, ja. Nur es gibt auch ganz, ganz viele Situationen, in denen dir nicht klar ist, dass du gerade aus Angst vor etwas wieder in diesem alten Verhaltensmuster landest. Und natürlich hat das viel mit Selbstreflexion zu tun. Da hilft es einfach, sich auch mal hinzusetzen und zu sagen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was ist denn so der größte Angstmacher in meinem Leben? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Also ich möchte zum Beispiel urzeitlich gesehen nicht getrennt von meinem Rudel sein. Ich werde ausgeschlossen von meinem Rudel, wenn ich eine andere Meinung habe. Also weil wir sind ja Rudeltiere. Und es gibt eben Anführer und jeder hat so seine Position in diesem Rudel. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Nur es hat natürlich den Prozess des Bewusstwerdens als Grundvoraussetzung. Aber dann könnte man jetzt ein bisschen überspitzt sagen, wir sind ja Angsttiere. Also wir haben ja Angst, Mundgeruch zu haben, Angst, aus dem Rudel ausgeschlossen zu werden, Angst, nicht gut auszusehen, genau, Angst, hier auf dem Sofa was Falsches zu sagen, Angst zu haben, ob das Sofa gut aussieht. Genau. Angst bestimmt das Leben. Ja, meiner Meinung nach schon. Und jetzt sagst du, du gehst ja auch diesen volkswirtschaftlichen Weg. Ich weiß, du berätst heute Firmen, du hältst großartige Vorträge, auch über die Angst. Das heißt ja, dass du einen enormen Schatz birgst, indem du Unternehmen wahrscheinlich auch hilfst, diese Angstbefreiung auch im Unternehmen aufzulösen. Ja, natürlich. Das hat ja auch was damit zu tun, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie kann ich auch ein angstfreies Umfeld schaffen, ohne meine Autorität zu verlieren? Das ist ja auch ganz wichtig. Weil natürlich, ja klar, wir sind Rudeltiere und gerade in großen Firmen gibt es Hierarchien, die auch eingehalten werden müssen, weil nicht jeder gleichgesetzter Entscheidungsträger ist. Nur man kann eben auch unterschiedlich mit seinen Mitarbeitern umgehen. Man kann die Angst ja auch in eine positive Richtung katalysieren. Das finde ich eben cool. Also dann doch mehr Energie freisetzen. Ja, natürlich. Also die Angst quasi das? Erkennen, ja. Ja. Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter hat, der sehr, sehr ängstlich ist, dass man dann auch als Chef vielleicht sich einfach mal die 5 Minuten Zeit nimmt und mal selber tief durchatmet und nicht genervt ist, weil der gerade wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, okay, sondern dahin geht und sagt, Herr Meier, was ist denn los? Lassen Sie uns doch mal gerade 2 Minuten reden. Und alleine diese Geste, dass man diesen Menschen wahrgenommen hat, kann diesen Menschen schon aus dieser Angstsituation befreien. Und dann hat der die Möglichkeit, dieses Potenzial, was, okay, durch die Angst überschüttet oder verschüttet wird, zu nutzen, um dem Betrieb ja auch wieder was Positives, ja, zurückzugeben. Betrieb ist praktisch das Rudel. Genau. Ja, also und genau, der Rudelführer sagt, das Alpha-Tierchen ist der Chef. Ich verstoße dich jetzt nicht, ich habe dich immer noch, genau, lieb. Und allein diese Liebe. Ja, genau, diese Empathie, die auch, ja, diesem, ja, einzelnen, ja, Rudelmitglied, ja, entgegengebracht wird, wird genutzt, um wieder ein Gemeinschaftsgefühl auch herzustellen. Und um diesem Rudelmitglied auch zu sagen, du gehörst trotzdem dazu, du bist nicht ausgestoßen. Und ich bleibe trotzdem das Alpha-Tier. Also Liebe als volkswirtschaftlicher Faktor. Ja, letztendlich schon. Ja? Dass, ja, man eben aus Angst Liebe kreieren kann. Dass man einfach den Spieß so ein bisschen umdreht. Ja, ja, ja. Mich erinnert das, ich habe immer so einen Kriegsfilm gesehen, wo dann ja die Menschen aufeinander losgehen. Ich mir dann vorstelle, mein Gott, was muss das für eine Angst sein, wenn du weißt, dass du da gleich... Ja, natürlich. Und wie geschickte Feldherren das ja auch sehr, sehr positiv umgedreht haben, diese Angst in Energie und Aggression und Wut umzuwandeln. Ja, natürlich. Ich meine, für mich ist auch einer der größten
Angstfaktoren, wenn ich zum Beispiel mir Glaubensgeschichten angucke. Mhm. Wie oft wird mit der Angst der Menschen gearbeitet, dass ihnen in Aussicht gestellt wird, wenn du das und das nicht machst, dann wird die Liebe entzogen und dann kommst du nicht in den Himmel. Ja, genau. Also. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz schlimm, weil wenn ich an eine Göttlichkeit glaube, dann ist das für mich die absolut allumfassende Liebe und ich glaube nicht, dass Liebe wirklich solche Bedingungen setzt und sagt, wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle. Ja. Möglicherweise war es auch nicht die Göttlichkeit, sondern die Vertreter der Göttlichkeit auf der Erde. Natürlich. Also das dann. Es hat ja letztendlich auch immer was mit Machtspielchen zu tun. Es hat ja immer was damit zu tun, dass du Leute eben dominieren möchtest und dass du deine Macht untermauerst, indem du mehr Angst aufbaust. Nur man kann das eben auch anders. Man muss es nicht nur mit Angst machen, man kann das eben auch mit Liebe oder Ermutigung machen, also mit aufbauender Arbeit. Kompliment. Das finde ich sehr, sehr cool. Hochspannendes Thema, weil du damit ja auch wirklich all diese Machtsysteme, die ja unweigerlich herrschen, natürlich auch siehst, erkennst und ins Positive auflösen kannst. Ja. Kompliment, großartig. Und jetzt weiß ich ja von dir auch noch, und da möchte ich unbedingt darauf eingehen, ich habe schon angedeutet, du bist ja, sorry, aber es gibt ja dieses Wort, die Bühnensau. Ja, also es gibt ja, also anscheinend bist du da angstfrei auf der Bühne, denn ich habe... Stopp. Okay, stopp. Also... Da habe ich es tatsächlich geschafft. Das war sehr, sehr interessant, weil eine Sekunde vor meinem Auftritt habe ich ganz, ganz viel Angst. Okay. Ja, dann habe ich auch Herzklopfen bis zum Hals. Okay, kennen wir alle. Und denke so, ach du Scheiße, was machst du hier eigentlich? Du gehst gleich da raus. Und dann bin ich auf der Bühne und dann denke ich so, ja. Und genau hier gehörst du hin. Du hast einfach eine Botschaft, die du rausbringen möchtest. Und du möchtest den Leuten ja was erzählen. Ja, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, Menschen zu unterhalten. Also, I like to entertain people. Aber das ist ja auch ein Schlüssel, den du gefunden hast. Wirklich diesen Schalter umzudrehen. Du könntest absolut. Ja auch einen Bühnencoach oder ein Lampenfieber. Auch Lampenfieber ist ja letztlich nur Angst. Natürlich, also das ist klar, selbstverständlich. Klar. Haben wir es ja wieder. Ja. Und ich weiß ja, alle Redner inklusive meiner Person, wie oft denke ich mir noch vor dem Vortrag, was hast du dir da eigentlich angetan? Du könntest so schön gemütlich genau. zu Hause sitzen. Genau. Aber natürlich, das Adrenalin belohnt dann natürlich auch am Schluss. Ja, und das macht ja auch Spaß. Also ich meine, wenn man sich dann das Auditorium anguckt und wenn man sieht, die Leute lachen zurück und die werden unterhalten und die denken auch nach. Ja. Also dass das, was man sagt, ja auch durchaus den Denkanstoß gibt, den ich geben möchte. Das finde ich schon toll. Das macht mir auch Spaß und das beflügelt mich auch sehr. Also das war zu sehen und das ist das, was ich so außergewöhnlich finde, weil du eine Fähigkeit hast, wirklich diese Angst vom Zahnarztstuhl zu extrahieren, wenn man so will, zu abstrahieren und dann auf eine wunderbare Art und Weise auf die Volkswirtschaft zu überlegen. Denn tatsächlich sehe ich es genauso, wir sind angstgetrieben. Ich glaube, dass wir alle gar noch nicht dieses Verständnis haben, wie du es hast, wie groß diese Macht eigentlich ist. Mhm. Und gleichzeitig, wie entscheidend es ist, diese Macht dann natürlich wiederum zu nutzen, sei es in der kleinen Bühnensituation, sei es in der großen Unternehmenssituation, um das zu kanalisieren und nach vorne zu bringen. Ja, sehr, sehr spannend. Du bist ein wichtiger Faktor, nicht nur für die Menschen auf deinem Stuhl, sondern wirklich für die deutsche oder europäische Wirtschaft. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wunderbare Zusammenhänge. Danke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch. Schön, dass du da warst, Kirsten Altvater. Sehr vielen Dank, lieber Hermann. Ich war sehr gerne hier. Dankeschön. Dank dir von Herzen.